Sei zielstrebig, aber nicht verbissen, also immer noch die Freiheit haben für Spaß und Freude, aber doch nie das Ziel aus den Augen verlieren, auch wenn man manchmal so eine kleine Kurve fährt, das ist in Ordnung. Dann lernbereit sein, also man will lernen, man möchte was machen, man muss es nicht zu 100% richtig machen, aber es sollte die Richtung passen und immer neugierig bleiben. Also nicht zu dem Punkt kommen, wo man sagt, das ist jetzt am Ende, jetzt habe ich es erledigt, mehr brauche ich nicht mehr. Also dieses immer bewegen, immer Fortschritt. Mein Name ist Judith Meierhofer, bin Projektleitung Gebäudemanagement bei Traktionssysteme Austria. Also besonders schön an meinem Beruf finde ich, dass ich ja immer etwas anderes mache. Also wir machen ein Projekt, dann ist das fertig, dann kommt das nächste. Schaut ja immer ein bisschen anders aus, es ist nie gleich. Und es ist dann immer schön, wenn der Entwurf zum Beispiel in 3D da lag und man sich das angesehen hat und jeder hat gesagt, das ist wunderschön, schön, schön, das wird schön. Und dann wird es noch schöner, als es dann wirklich in diesem 3D-Entwurf war. Also wenn dann die Realität einzieht, wenn der Mensch dann mit seinem ganzen Inventar hineingeht in den Raum und ihn sozusagen besiedelt und bewohnt, dann wird das wirklich richtig schön. Ich meine, ich kann mich jetzt in den Grundparametern vorbereiten auf meinen Tag, aber wie der Tag dann verläuft, das liegt manchmal nicht ganz bei mir. Also das kann ich nicht ganz wissen, weil wenn ein Wassereintritt stattfindet, dann ist das das primäre Problem und nicht das andere. Also insofern, man sollte flexibel sein und man sollte Menschen mögen. Also ohne Menschen geht es in dem Fall ganz und gar nicht. Also Traktionssysteme Austria erzeugt elektrobetriebene Antriebe für Schienenfahrzeuge. Und ich selbst bin gar nicht für das Kerngeschäft an sich zuständig, sondern für die Sekundärprozesse, also für die Gebäudehülle, für die Funktionalität des Gebäudes an sich. Also ich stelle die Parameter und die Weichen dafür, dass zum Beispiel eine Maschine eingebaut werden kann, indem ich das Fundament mache. Oder ich baue die Büros um und mache die ganze Gebäudetechnik an sich. Also grundprinzipiell kommt der Auftrag eigentlich von der Geschäftsführung. Also die gibt das weiter, dass das jetzt gewünscht wird, dass das umgesetzt wird. Wir ermitteln dann die Kosten. Lassen uns die Kosten logischerweise freigeben, das ist leider Pflicht, und fangen dann an umzubauen. Und fertig ist das Projekt dann eigentlich, wenn die Leute drinnen sitzen, wenn sie es oder in Betrieb genommen haben, also wenn sie es bewohnen, benutzen und damit hoffentlich glücklich sind. Der Prozess an sich ist selten immer also mit einem Schlussstrich vorbei, weil ja meistens irgendwie noch irgendwelche Nacharbeiten stattfinden müssen und auch irgendwie wieder Probleme auftreten im Laufe der Benutzung. Also meine Arbeit ist hauptsächlich projektbezogen derzeit, also zum Beispiel die Räumlichkeiten, in denen wir uns gerade hier befinden, die wurden vor kurzem erst umgebaut, vor einem halben Jahr. Da war vorher nur die Gebäudehülle an sich da, also alles Inventar wie HKLS und Licht und Büromöbel und auch die einzelnen Besprechungszimmer wurden sukzessive hineingebaut in den letzten Monaten. Es kann aber auch nur die Montage eines Seifenspenders sein, den man in Auftrag gibt. Also das ist wirklich äußerst breit gefächert und man sollte sich für nichts zu schade sein dabei. Mein Tag an sich sieht so aus, dass ich eigentlich die Gewerke in Empfang nehme, sie zu den Baustellen bringe oder zu den Örtlichkeiten, in denen sie arbeiten sollen hinbringen und ihnen dann sozusagen die Schnittstelle zur Verfügung stelle mit unseren Leuten. Also dass die immer von uns betreut sind, dass die alles haben, was sie brauchen, um ordentlich ihre Arbeit zu bewerkstelligen und das eigentlich die ganze Zeit über, solange die Baustelle das Projekt läuft. Also geboren bin ich in Wien, aufgewachsen in Niederösterreich, maturiert habe ich in St. Pölten. Danach wechselte ich nach Krems an die HTL und habe dort ein zweijähriges College gemacht und habe dann im Anschluss noch das Studium der Architektur draufgesetzt in Wien und habe das dann 2007 abgeschlossen. Habe mein erstes Kind bekommen, habe danach eigentlich relativ flott zu arbeiten begonnen und mein zweites Kind bekommen, gewechselt. Zur TSA habe ich dann nach 7 Jahren und bin hier in der Position eingestiegen, in der ich jetzt eben auch bin. Also es geht sicherlich auch ohne meinem Studium. Aber eine HTL oder eine technische Grundausbildung sollte man auf jeden Fall mitbringen. Also irgendwie das Verständnis fürs Gebäude, das Leben mit dem Gebäude. Und man muss ganz viel Freude am Arbeiten und vor allem mit den Menschen mitbringen.